Liebe Freunde, spürt ihr es auch in diesen Tagen? Diese starke Verbindung mit Gaia, wie wir jeden Tag kraftvoller werden, als Teil der Strömung von Licht und Liebe, als Teil eines Ganzen, als Teil von Gaia, von Gott, von der Quelle. Sobald ihr euch für die euch umgebende, immense Weisheit von Gaia öffnet, seid ihr ein wesentlicher Teil davon. Also, öffnet euch, freudvoll, entschieden und völlig furchtlos. Sprecht mit Gaia und den auf ihr beheimateten Wunderwesen. Dafür solltet ihr euch niemals zu schade sein, denn sie, die zahllosen beseelten Lichtwesen auf Gaia, die Waldgeister, die Wassergeister, alle Pflanzen und Tiere, ja sogar Steine und Mineralien, sind in der Lage, euch zu helfen, eure Schwingung massiv zu erhöhen. Bringt euren Verstand zum Schweigen. Konzentriert euch auf die kraftvolle Stille in euren Herzen und dann sucht sie auf. Schenkt ihre Liebe zu euch an sie zurück und lasst euch durch diesen Energiefluss nochmals erhöhen. Dann erhaltet diese Liebesfrequenz aufrecht und tretet euren Dienst vollumfänglich an. Der Dienst an euch selbst, an euren Nächsten und an Gaia, die ihren Aufstieg vollzieht. Gaia ist ein bewusstes Wesen voller Dankbarkeit für jeden, der sie in dieser Phase liebevoll begleiten möchte. Könnten wir mehr Liebe und Licht in unserem Wesen entfalten, als wenn wir uns mit den Naturreichen verbündeten? Werdet vollständig frei, frei von Schuld, frei von illusorischen 3D-Programmierungen und frei von Angst. Loslassen und Platz schaffen für noch mehr Liebe, noch mehr Licht und noch mehr Gemeinschaft. Das Licht zieht sich gegenseitig an. Lasst uns das niemals vergessen. Gaia schweißt uns mit jedem Tag enger an sich, lässt uns mit ihr verschmelzen und erhöht ihre und auch unsere Strahlkraft, die von jedem erkannt werden möge, der sie zu erkennen wünscht. Die Tage der Dunkelheit sind vorbei. Euer kostbares Licht steht ihr nicht länger zur Verfügung und ihr Untergang ist eine besiegelte Sache. Man fühlt es. Man weiß es und man sieht es schon aller Orten. Licht und Liebe sind auf der Erfolgsspur und nicht mehr aufzuhalten. Wenn es hierfür Aktien gäbe, so würde jeder Analyst sie empfehlen. Ein Gewinn wäre sicher und ließe sich nicht allein in Geldsummen beziffern, sondern in Freude, Wohlstand, Magie und Wundern. Die Wunder, die ihr selbst manifestiert habt. Durch die Entfaltung eurer Macht, durch die Vermehrung eures intuitiven Wissens und der Kraft in euch, die ihr mit jedem Tag mehr erkennt und leichter abrufen könnt. Der entstandene Schaden an Gaias Seele ist reparabel. Und ihr dürft Teil dieses Reparaturdienstes sein. Eure Liebe kann heilen. Ihr seid so viel mehr, als euch die Dunkelheit über Jahrtausende vermittelt hat. Doch ist ihr Lügengebilde gerade dabei, in sich selbst zusammenzufallen. Und endlich könnt ihr frei und weit blicken. Ihr könnt endlich auch die volle Schönheit von Gaia sowie allen existierenden Lichtwesen, einschließlich uns Drachen, fühlen und sehen. Und ihr könnt euch uns anschließen, damit wir gemeinsam erschaffen. Und das ist mehr als wundervoll. Es grüßt euch
in Liebe und Anerkennung, Raghaun.